So, das nächste Projekt wird hier aufgeladen. Das ist ein kleiner hoher Schrank. Es gibt noch eine Glastür, die kommt hier hin. Und die hat Anna schon ins Auto gepackt. Die auch abmachen oder lassen wir die da? Die würde ich dran lassen, die ist ja wohl fest. Da machen wir einen Gurt drüber, fertig. Ja? Das wird geil. So, Schrank ist verladen, wir fahren weiter. Zwei Stationen haben wir noch. Also geht's wieder los mit einem neuen Schrankprojekt. Der erste Arbeitsschritt ist natürlich, alles auseinanderzubauen. Also Griffe ab, Scharniere ab und so weiter. Und dann beginnt das Schleifen. Das dauert immer am längsten am ganzen Prozess, denn man möchte ja auch eine gute Oberfläche schaffen. Anschließend fängt man an, alles abzukleben. Und Dennis hat dann dem Schrank schon mal den ersten Anstrich verpasst. Wir haben uns hier für eine dunkelgrüne Kreidefarbe entschieden. Danach geht es dann weiter mit den Türen. Teilweise muss man hier mit Rolle, teilweise mit dem Pinsel arbeiten, da man sonst nicht in die kleinen Ecken kommt. Besonders schwierig war es, die Scheibe gut abzukleben, weil wir wollten das nicht komplett auseinanderbauen. Also mussten wir darauf achten, dass möglichst wenig Farbe auf die Scheibe kommt. Zum Kontrast haben wir das Innere des Schrankes gelb gestrichen, genauso wie den Schrank, den wir vorher schon mal gemacht haben, den man hier im Hintergrund sieht. Dann kommt noch ein letzter grüner Anstrich von außen dran und danach wird gewachst. Dieses Wachs wird auf die Oberfläche aufgetragen, wenn die Farbe komplett trocken ist. Man reibt es in die Oberflächen ein, was einen Schutzfilm bildet, sodass nicht sofort Fingerabdrücke zu sehen sind. Die Kreidefarbe ist dann nämlich sehr empfindlich. Danach werden die Scharniere wieder angebracht und die Magnethalterung für die Türen montiert. Wir haben uns noch neue Griffe bestellt bzw. dieselben Griffe benutzt wie bei dem letzten Projekt. Zum Schluss trage ich mit einem ganz feinen Pinsel nochmal die letzten Feinheiten auf, die wir mit der Rolle und dem großen Pinsel nicht erreichen konnten. Und so sieht dann das fertige Endergebnis aus. Fertig ist unser neuer Schrank.